Genau, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Und zwar jetzt nochmal ganz offiziell an alle einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Online-Seminar von Äpfel und Konsorten mit unserer wunderbaren Referentin Svenja Nette von Wir stehen drauf. Ja, vielleicht ganz kurz zur Einführung für alle, die Äpfel und Konsorten noch nicht kennen oder vielleicht einfach auch noch nicht so ganz genau wissen, was wir machen. Wir sind ein Verein, der sich für die Rettung, den Erhalt und den Wiederaufbau von Straubswiesen in Berlin und Brandenburg einsetzt. Dazu pachten wir zum Beispiel Wiesen oder kaufen sie und pflanzen neue Bäume und pflegen auch Altbäume und eben das ganze Biotop. Das machen wir zum Beispiel, indem wir Baumpatenschaften vergeben. Wir machen das über Spenden oder aber eben auch über Kompensationsmaßnahmen. Und zum anderen ist ein anderer wichtiger Teil unserer Arbeit natürlich auch die Vernetzung und die Wissensvermittlung. Und dafür haben wir jetzt hier zum Beispiel unser Online-Seminar. So, bevor ich aber jetzt gleich, ohne dass ich noch riesig viel rede, auch schon an die Svenja übergebe, nochmal ganz kurz was zum Ablauf heute. Wie gesagt, ich würde euch wahnsinnig bitten, Kamera, Mikro auszulassen, einfach damit wir hier kein Stimmgewirr haben und das vielleicht umständlich wird. Ihr könnt natürlich und sollt natürlich auch auf alle Fälle und unbedingt Fragen stellen. Das könnt ihr machen im Chat. Und vielleicht versuchen wir das auch gleich mal, indem ihr mir im Chat, ach, es geht schon los, wunderbar, indem ihr mir im Chat mal schreibt, wo ihr herkommt. Hier haben wir einmal den Martin aus dem Süden Oberbayerns. Wunderbar, hallo. Der Linus aus Mittelhessen, der Ramos vom Waldgartenprojekt aus Berlin ist dabei. Hier haben wir jemanden aus Unterfranken, aus Hessen, aus Clado, Eberswalde, Stolpe. Oh, sogar jemand aus der Schweiz. Oha, oha, aus dem Taunus, aus Hamburg. Oh, wow. Ich bin sehr begeistert. Ihr seid ja wirklich aus ganz Deutschland und sogar dem angrenzenden Ausland zugeschaltet. Finde ich total super. Ja, das ist der riesengroße Vorteil, wenn man sowas online macht, dann haben nämlich auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Möglichkeit, von überall her sich dazu zu schalten. Wunderbar. Julian, würdest du bitte deine Kamera ausmachen? Wäre total lieb von dir, auch wenn es total schön ist, dich zu sehen. Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Alles klar. Also, schickt gerne Fragen die ganze Zeit. Ich werde die notieren, werde die am Ende rein moderieren, wenn die Svenja fertig ist mit ihrem Vortrag. Sollte es allerdings Verständnisfragen zwischendrin geben, dann schreibt bitte auch das. Dann werde ich mich nämlich zwischendrin zu Wort melden und das der Svenja quasi zu moderieren. Ich bin also quasi so ein bisschen eure Brieftaube in dem Fall. Und werde hier die ganze Zeit den Chat im Auge behalten und auf eure Wünsche, soweit es irgendwie geht, eingehen. So, nun aber genug der Vorrede von mir. Hier kommt schon die erste Frage. Gibt es im Nachgang zum Seminar ein Handout mit relevanten Infos? Es ist sogar noch besser, Martin. Wir zeichnen alles auf und stellen das hinterher auf unsere Website. Das heißt, du kannst dir das immer wieder anschauen. Ich hoffe, das ist genau das, was du dir vorstellst. So, jetzt wie gesagt, mache ich meine Kamera aus und auch meinen Ton und übergebe dir, Svenja, die digitale Bühne. Svenja von Wir stehen drauf. Und wer Svenja, danke vielmals, das ist spitze. Super, das freut mich. Svenja von Wir stehen drauf wird uns gleich erzählen, wie und ob Landwirtschaft denn eigentlich ein Teil der Lösung im Klimawandel sein kann. Die Svenja ist nämlich für ihre YouTube-Serie Wir stehen drauf in ganz Deutschland unterwegs und besucht Landwirte und Landwirtinnen, die sich nämlich genau damit beschäftigen und versuchen, was anders zu machen. Und was die anders machen, wie das aussieht, was es für Ideen gibt und was für Ansätze und wie die funktionieren und ob die funktionieren. Dazu wird sie uns gleich ein bisschen was erzählen. Und genau, darauf freue ich mich jetzt sehr, ihr hoffentlich auch. Und jetzt wünsche ich uns allen viel Spaß. Bis später. Danke, Nadine. Gerne. Hallo.
Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Kurze Vorwarnung, mein junger Hund ist gerade aufgewacht und eventuell muss ich mal zwischendrin kurz schimpfen, dass sie nicht wieder mein Laptop-Kabel zerbeißt oder so, aber ich hoffe, es geht alles gut. Genau, ich würde jetzt gleich mal anfangen, den Bildschirm zu teilen, dass ihr auch meine Präsentation sehen könnt. Einen Moment. So. Genau. Da mache ich mir noch einen Timer an. Nochmal willkommen. Danke für die schöne Einladung, Äpfel und Konsorten. Ich freue mich, dass ihr heute alle hier seid, dass das Ganze sogar ausgebucht ist. Voll schön und auch total schön, ein paar bekannte Gesichter hier zu sehen oder zumindest zu lesen. Ja, ich bin Svenja, wie schon gesagt. Ich mache gerade oder produziere gerade mit meinem Kameramann zusammen eine YouTube-Serie zum Thema regenerative Landwirtschaft. Und die nennt sich Wir stehen drauf. Findet man auch den Kanal einfach auf YouTube. Wir stehen drauf. Nachsuchen und dann findet ihr. Ja, die Frage, um die es heute geht, ist, kann Landwirtschaft Teil der Lösung im Klimawandel sein? Ihr könnt euch natürlich schon denken, was da meine Antwort zu wäre. Und zwar ein ziemlich klares Ja. Und darüber erzähle ich heute ein bisschen und freue mich am Ende auch über Fragen. Ich habe eine gar nicht so lange Präsentation und ja, wenn es Zwischenfragen gibt, hat Nadine ja schon erklärt, könnt ihr einfach zwischen reinchatten. Das hilft mir dann auch ein bisschen einzuschätzen, ob ihr mitkommt oder nicht. Genau. Ja, dann steige ich mal gleich ein. Wir stehen drauf. Ist eben die Serie, um die es gerade geht. Warum der Name? Worauf stehen wir hier denn eigentlich? Wir stehen natürlich auf dem Boden. Es gibt so ein schönes Zitat. Das habe ich vor Jahren schon mal gesehen und fand es immer super. Das seht ihr hier auf der rechten. Dass sich letztendlich im Englischen darum dreht, ist, dass wir unsere gesamte Existenz eigentlich einer sehr dünnen Schicht Oberboden verdanken und dem Fakt, dass es regnet. So gesehen, ja, wahrscheinlich sehr richtig. Schönes Zitat, dieses Poster kann man mittlerweile auf Amazon kaufen, fand ich ja auch interessant. Abgesehen davon könnte man aber ja schon behaupten, dass Boden immer noch mehr oder weniger ein Imageproblem hat. Boden ist einfach nicht so, dass alle, weiß nicht, aller medienwirksamste Boden sieht so aus, wie er aussieht. Ein bisschen homogen, meistens ziemlich braun, in verschiedenen Schattierungen. Und trotzdem, dass Boden so wichtig ist, hört man eigentlich relativ selten über ihn. Und das will ich und das wollen viele andere Menschen ändern, weil Boden natürlich erstmal uns alle ernährt. Ich meine, mittlerweile ist es ziemlich safe zu sagen, dass wir 12 Milliarden Menschen theoretisch ernähren könnten. Abgesehen davon würde keins unserer Ökosysteme, das diese Welt antreibt, funktionieren, wäre da nicht eine Schicht Boden, die das Ganze zusammenhält. 99% von dem, was wir essen, kommt direkt oder halbwegs indirekt aus dem Boden. Der Rest kommt aus den Meeren. Er ist natürlich wahnsinnig wichtig, dieser Boden. Das wissen wir ja eigentlich auch alle. Was viele nicht unbedingt so sehr auf dem Schirm haben, ist, dass Boden auch eine unserer größten Chancen für die Abmilderung vom Klimawandel sein könnte. Muss ich mal kurz meinem Hund hier auf den Popo klapseln. Ja, das passt. Genau. Und darum geht es heute. Und das ist ja auch die Frage des Ganzen. Bevor ich erkläre, wie das aussehen könnte und was ich da so auch gerade im deutschsprachigen Raum sehe, erkläre ich nochmal kurz ein bisschen, wo eigentlich meine Begeisterung für den Boden herkommt und was das so für Formen angenommen hat. Genau, ich bin, vielleicht wenn man ganz weit zurückgeht, so eins dieser Kinder, was gezwungen wurde, im Garten zu arbeiten. Meine Mutter hatte damals in den 80er Jahren, oder gut, damals dann in den 90ern, als ich arbeitsfähig war sozusagen, einen ziemlich großen Biogarten. Und ja, da musste ich natürlich mithelfen, fand das damals als Kind eher doof. Freue mich mittlerweile drüber, weil ich eigentlich auch schon ja, irgendwie ziemlich normal immer mit Boden zu tun hatte. Großer Zeitsprung. Ich habe dann die letzten 10 Jahre oder knapp 10 Jahre im Prinzessingarten in Berlin gearbeitet. Den wahrscheinlich viele von euch kennen, die das nicht kennen. Das ist ein großes Gemeinschaftsgartenprojekt in Berlin. Es war früher am Moritzplatz in Kreuzberg, mittlerweile in Neukölln an der Hermannstraße. Und ja, da geht es natürlich auch viel um Boden, auch wenn der Boden da in Hochbeeten eingesperrt ist sozusagen.
Aber ich habe da viel eben Bildungsarbeit auch betrieben mit allen möglichen Leuten. Das ist ja ein offener Ort, die Leute können da reinkommen. Und da habe ich zum Beispiel auch mit Kindern und Jugendlichen, sagen wir mal, Kartoffeln geerntet. Wir haben die dann verkocht und manchmal war die Antwort auch, die Kinder wollten das dann gar nicht essen und haben gesagt, so Kartoffeln, die aus dem Dreck kommen, sorry, aber das esse ich nicht, das ist kein Essen. Kartoffeln kaufe ich im Supermarkt. Also das ist dann richtiges Essen. Und das ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel, aber es zeigt natürlich ganz schön, wir haben nicht mehr so viel mit dem Boden zu tun und müssen wir auch nicht, wenn wir das nicht wollen. Ja, wir haben auch viel Boden hergestellt, also kompostiert und ja, ich habe viel schönen Boden gesehen und mich an ihm erfreut und fand Boden immer spannender und es war wahrscheinlich auch ein bisschen der Grund, dass irgendwann die Oya, das Oya-Magazin, für die ich schon öfter mal hier und da kleine Artikel geschrieben hatte, auf mich zukam und gefragt hat, ob ich ein Interview machen kann, weil ein Bodenforscher aus den USA nach Berlin käme und die bräuchten ein Interview, der macht eine Veranstaltung und so habe ich ihn dann interviewt. Das war in 2015. Das war Timothy LaSalle, der Ex-Direktor vom Rodale-Institut. Das ist so die US-Forschungsstelle für Ökolandbau. Und er war damals auch schon im Ruhestand und war aber so angetrieben von der Frage, oder nicht mal von der Frage, sondern von dem Potenzial für Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlichen Böden, dass er, seit er im Ruhestand ist, um die Welt reist und Leuten von diesem Potenzial erzählt und möchte, dass das mehr an Bedeutung und an Bühne gewinnt. Und damals in 2015, gut, ich hatte irgendwie von Kohlenstoffspeicherung in Böden gehört, aber habe das nie so als sonderlich spannendes Thema irgendwie wahrgenommen. Und in diesem Interview saß ich aber und war dann irgendwann, ja, also hatte diesen Moment, wo ich mir dachte, wow, Klimawandel, Landwirtschaft, Böden, das kam irgendwie alles zusammen. Und ich bin damit ein total, ja, krassen Gefühl rausgegangen, dachte mir, damit möchte ich mich, glaube ich, die nächsten Jahre meines Lebens beschäftigen. Also, ja, es hat mich sehr beeindruckt. Es war auch das erste Mal, dass ich vom Begriff regenerative Landwirtschaft gehört habe. Und ja, ein Jahr später noch habe ich diesen netten Herrn hier im Prinzessingarten auch getroffen. Das ist einfach der Papa von einem Freund gewesen, der zu Besuch war. Ich habe ihn rumgeführt im Garten. Und ganz am Ende kamen wir aufs Thema Boden zu sprechen und ich habe ihm von diesem Interview erzählt und dass mich dieses Thema gerade total begeistert. Und er meinte, wow, Svenja, dazu forsche ich seit 20 Jahren privat. Ich habe einen Haufen Ordner, Sammlungen bei mir rumliegen zu Hause. Komm doch mal vorbei, dann können wir uns da ein bisschen austauschen. Und gut, ich kannte ihn jetzt nicht so sehr, nur eine Stunde lang. Aber es war ein schönes Gespräch und dann bin ich einfach mal nach Bayern gefahren und habe Hans besucht und war 2 Tage bei ihm. Wir haben viel über Boden und so weiter und so fort geredet. Er hat mir am Ende einen seiner Ordner mitgegeben und meinte, hier komm, nimm den doch mal mit, du kannst mir irgendwann mal wieder geben. Voll mit ja, wissenschaftlichen Publikationen zum Thema und den habe ich dann natürlich dankbar mitgenommen. Und ja, das Krasse war, dass Hans 2 Wochen danach ungefähr verstorben ist. Es klingt ein bisschen sehr krass, aber ja, so war es in dem Fall. Und ja, ich stand dann da und war natürlich dankbar, dass wir diesen Austausch noch haben konnten und hatte gleichzeitig auch seinen Ordner, den ich immer noch habe. Und ja, seitdem treibt mich dieses Thema einfach an. Ich habe dann im selben Jahr zusammen mit einer Freundin angefangen, ein Projekt namens Soil Hub zu gründen, wo wir diesen Fragen auch sehr nachgegangen sind und versucht haben, über Website und Veranstaltungen ja letztendlich Öffentlichkeit für das Thema Boden, Klima und Landwirtschaft zu schaffen. Und seit letztem Sommer produziere ich eben die YouTube-Serie, in der es darum geht, Betriebe zu zeigen, die diese Formen von Landwirtschaft auch im deutschsprachigen Raum umsetzen, weil vieles, was wir aus dem Konzept regenerative Landwirtschaft kennen, kommt viel aus dem englischsprachigen, aus dem nordamerikanischen Raum. Und mich interessiert auch das zu zeigen, was hierzulande eigentlich passiert, weil das ist gar nicht so wenig, wie man meinen möchte. Ja, und jetzt würde ich aber gerne noch mal so ein bisschen zu den Grundlagen zurückgehen, das Potenzial von Böden im Klimawandel. Also man sagt, je nachdem, was man anschaut, landwirtschaftliche Böden bedecken ungefähr 1/3 bis die Hälfte der weltweiten Landmasse, je nachdem, ob man Weideland dazu zählt oder nicht. Das ist in jedem Fall natürlich eine ganz schöne Menge und sie könnten
auch wiederum je nach Studienlage und was man sich anschaut, zwischen 1/3 bis sogar 100% der globalen jährlichen CO2-Emissionen binden. 30% ist, sage ich mal, eher auf der Konsensseite der Wissenschaft. Und je nachdem, ob man sich eben Gesamtsysteme, also gesamtlandwirtschaftliche Systeme oder nur die Böden anguckt, schwankt diese Zahl natürlich. Und auch in der wissenschaftlichen Community ist auf jeden Fall diese Zahl natürlich wahnsinnig umstritten, weil es eine unfassbar komplexe Zahl ist, die von sehr vielen Variablen ausgeht und viele, die sie auch noch nicht kennen kann, wie zum Beispiel, wie sind unsere Nahrungsgewohnheiten in ein paar Jahrzehnten und so weiter und so fort. Also es ist ein heiß umstrittenes Thema. Letztendlich ist aber deutlich, der Pfeil ist nach oben. Da ist ein gewaltiges Potenzial vorhanden, dass wir Kohlenstoff in landwirtschaftlichen Systemen binden können und dass das eine Menge Vorteile auch darüber hinaus hat, auf die ich gleich nochmal eingehe. Genau, die Frage ist ja ein bisschen, wie macht denn der Boden das, dass er Kohlenstoff speichert? Und jetzt kriegt ihr die wahrscheinlich hässlichste Infografik des Internets zu sehen, aber es war irgendwie die, die ich zumindest am eindeutigsten fand und ich hätte sie mit ein bisschen Zeit gern auch nochmal nachgemalt, hatte ich leider nicht mehr. Also verzeiht mir, sie ist sogar noch in Englisch. Aber man sieht, hier ist eine Pflanze auf einem Acker, auf einem Boden mit Wurzeln. Und diese Pflanze betreibt natürlich Photosynthese. Das haben wir alle irgendwann mal gelernt. Photosynthese, Umwandlung von CO2 und Sonnenlicht in Energie, viel Stärke und Zucker, langkettige Moleküle, die ganz viel aus Kohlenstoff bestehen. Genau, und was wir eigentlich, was glaube ich auch den allermeisten Leuten bewusst ist, wenn Pflanzenteile, wenn photoorganische Materie auf Boden trifft, wird sie natürlich umgesetzt in Meerboden, in organische Anteile. Und dadurch kommt natürlich erstmal Kohlenstoff in den Boden. Häufig ist natürlich so, dass Kohlenstoff in den Boden wandert und dann wieder zersetzt wird und dann wieder ausgeatmet wird in Form von Gasen und Zersetzung und dann wieder in die Atmosphäre sammelt, sich in der Atmosphäre sammelt. Und genau, was wollte ich sagen? Ja, das ist die eine Form, wie Kohlenstoff in den Boden kommen kann. Das heißt natürlich erstmal noch nicht, dass der Kohlenstoff da länger bleibt. Der hat eine höhere Chance, ziemlich lange im Boden zu bleiben, wenn er auf eine andere Art und Weise in den Boden kommt. Und zwar über was, das man auch Liquid Carbon Pathway nennt, also die flüssige Form des Kohlenstoffkreislaufs. Und zwar haben Pflanzen eine Eigenschaft, die erst seit so ein paar Jahren so richtig gut bekannt ist, und zwar, dass sie wie eine Austauschwährung in den Boden abgeben. Pflanzen geben Wurzelexudate, das sind also Wurzelsäfte, ab in den Boden, um zum Beispiel zu kommunizieren, aber auch um Pilze, um Bakterien, andere Mikroorganismen dazu anzuregen, mit ihnen in Symbiose zu gehen. Wie wir alle bestimmt schon mal gehört haben, im Boden ist eine Menge Leben unterwegs und Pflanzen stehen da natürlich nicht so einfach drin, sondern die haben extrem viele Interaktionen mit allem, was so im Boden lebt. Je belebter im Boden, desto höher die Interaktion, desto mehr sind auch die Ausscheidungen der Pflanzen. Genau, und diese Wurzelexudate bestehen eben auch ganz viel aus Zucker und Kohlenstoffen und somit lagern Pflanzen Kohlenstoff teils auch in tiefere Schichten ein, auch Mikroorganismen, die Kohlenstoff im Boden aufnehmen, in tiefere Schichten wandern und dort versterben und erstmal eingelagert sind, sind tendenziell Dauerhumus, sprich Kohlenstoff, der im Boden gebunden ist, der teils über Jahrzehnte, Jahrhunderte, manchmal sogar länger im Boden verweilen kann. Und da sind wir so ein bisschen beim Ziel. Wenn wir sagen, wir wollen global Kohlenstoff in Böden speichern, geht es natürlich nicht darum, diesen Kohlenstoff da einmal reinzutun, den Deckel zuzumachen und dann ist alles gut, sondern es geht eher darum, die Menge, die in einem gewissen Zeitraum in Agrarsystemen zirkuliert, zu erhöhen und diesen Zeitraum vor allem auch zu verlängern, um uns letztendlich Zeit zu kaufen. Das ist so ein bisschen das Potenzial, das da allgemein gesehen wird. Es geht nicht darum, die Klimakrise als solche jetzt zu lösen. Es ist eh fraglich, ob es dafür nicht auch vielleicht schon ein bisschen zu spät ist, wenn man sich Tipping Points und so anschaut. Das Potenzial ist aber grundsätzlich da, dass große Mengen Kohlenstoff für einen gewissen Zeitraum, Jahrzehnte bis Jahrhunderte, gebunden werden können. Genau, jetzt haben wir uns eigentlich nur die Pflanze angeguckt als Kohlenstoffpumpe. Pflanzen sind also Kohlenstoffpumpen. Was an Potenzial noch dazukommt, sind zum Beispiel Bäume. Da ihr ja gerade bei einem Äpfel- und Konsortenseminar seid, ist euch das wahrscheinlich bewusst, aber es gibt natürlich
viele Möglichkeiten, die wir aufforsten oder auch aufbäumen, wie Philipp Gerhardt sagen würde, nicht nur auf Flächen, die irgendwie noch Bäume vertragen können, sondern auf landwirtschaftlichen Flächen. Das ist natürlich auch ein Thema, was gerade ziemlich groß wird und ein unheimliches Potenzial hat, noch mehr Kohlenstoff in landwirtschaftlichen Systemen zu binden. Philipp Gerhardt, der hier ja auch schon mal in der ersten Online-Seminarreihe aktiv war und da das ja auch schon erzählt hat, sagt immer diese sehr schöne eingängige Zahl, dass wir die Anzahl der Bäume in der Landwirtschaft verzwanzigfachen müssen. Damit hätten wir allein schon die Emissionen gebunden, die wir binden müssen, um ein 1,5-Grad-Szenario zu erreichen. Also es ist ein Riesenpotenzial. Gleichzeitig klingt natürlich Verzwanzigfachung von Bäumen in der Landwirtschaft weltweit nach einer ziemlichen Mammutaufgabe, die aber vielleicht gar nicht so riesig ist, wenn man sich anschaut, dass es noch verdammt viele Äcker da draußen gibt, die überhaupt keinen Baum auf sich haben. Wenn man sagt, pro Hektar werden 18 Bäume gepflanzt, das ist eine kleine Baumreihe, das ist gar nicht so weit entfernt von realistisch, wie es vielleicht erstmal klingt. Also da ist noch deutlich mehr Potenzial, das einzubauen. Und was noch dazu kommt, sind natürlich die Tiere, die, klar, erstmal grundsätzlich sehr umstritten sind, Tierhaltung, Klimawandel. Wir kennen diese Zahlen alle. So wie Tierhaltung in den allermeisten Fällen gerade betrieben wird, heißt es natürlich, dass Tiere letztendlich mit Menschen in Nahrungskonkurrenz stehen, sprich Kraftfutter kriegen, getreidebasiert. Und das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Grundsätzlich, wenn man sich aber anschaut, dass Weidetiere, also Kühe, potenziell auch Schweine, Schafe und auch Hühner, Grasland so beweiden können, dass mehr Gras, mehr Boden und mehr Wurzelmasse entsteht, als wenn man diese Grasflächen einfach sich selbst überlassen würde, dann ändert sich dieser Blickwinkel und Tierhaltung könnte sehr zur Kohlenstoffspeicherung beitragen. Was viele vielleicht auch nicht wissen, ist, dass Weideland einer der größten Kohlenstoffspeicher ist, die wir haben. Also in den meisten Fällen deutlich mehr Kohlenstoff einlagern kann als zum Beispiel ein Ackerboden und teils auch als Wald. Das liegt daran, dass eben vor allem auch Grasland nicht häufig maschinell aufgerissen wird, sondern dass sich sehr tiefe und dichte Wurzelsysteme bilden können. Genau, und dass sehr wenig CO2 aus den Böden aussteigt, weil eben, ja, weil nicht viel maschinell bearbeitet wird. Genau, und so haben wir eben dieses Gesamtpotenzial, was je nach Studienlage wahnsinnig hoch ist oder eben nur mittelhoch, aber immer noch sehr hoch. Ich habe am Ende der Präsentation eine ganz kleine Quellensammlung angelegt. Die könnt ihr dann am Ende natürlich auch nochmal selber durchforsten. Es ist eine sehr komplexe Studienlage, wie gesagt. Fakt ist nur, da ist Potenzial und das ist ordentlich. Genau, und wie setzen wir denn diese Erkenntnisse überhaupt um? Wie sieht das dann aus? Ich habe jetzt schon mehrmals erwähnt, regenerative Landwirtschaft, das ist so ein bisschen der moderne Begriff unserer Zeit. Ich weiß nicht, wie viele von euch den schon kennen oder gut kennen oder vielleicht mal gehört haben oder noch gar nicht kennen. Manche Leute behaupten, regenerativ ist jetzt halt die nächste Sau, die nach nachhaltig durchs Dorf getrieben wird. Vielleicht ist dieser Begriff in ein paar Jahren auch schon wieder out of order. Aber ich finde, es ist immerhin eine sehr attraktive Sau, die wir da haben mit dem Begriff regenerativ. Weil letztendlich, wenn wir uns mal anschauen, nachhaltig, was bedeutet nachhaltig eigentlich, was soll nachhaltig bedeuten, könnte man vielleicht zusammenfassen als, wir erhalten die Lebensgrundlagen, so wie wir sie jetzt haben, für die zukünftigen Generationen. Klingt erstmal gut, heißt aber letztendlich auch, wir übergeben Lebensgrundlagen, die wir komplett runtergerockt haben. Erodierende Böden, ein fast kollabierendes Klima, Artenvielfalt, die rapide abnimmt. Und das ist wahrscheinlich eigentlich nicht das Ziel, an dem wir uns orientieren sollten. Das Konzept regenerativ gibt dann nochmal diesen Impuls rein, wie wäre es denn, wenn wir diese Systeme mit der Art, wie wir leben und wie wir wirtschaften, wieder aufbauen könnten oder in eine sinnvolle Richtung stärken könnten, wenn wir Ökosysteme mit dem, wie wir wirtschaften, stärken und nicht ständig abbauen. Und unter diesem Begriff findet sich regenerative Landwirtschaft. Das ist eben ein Begriff, der viel aus dem englischsprachigen Raum kommt. Und der hat aber auch gerade im deutschsprachigen Raum noch nicht so eine feststehende Definition. Da
verschiedene Leute verschiedene Gründe. Es gibt aber diese 5-Punkte-Definition, die ich sehr praktisch finde und die ich hier gerne mal kurz zitieren möchte. Und zwar geht es einmal darum, Bodenstörungen zu minimieren, sprich so wenig wie möglich Böden bearbeiten, sondern eher aufbauen. Jedes Mal, wenn Böden, gerade wenn sie tiefer bearbeitet werden, zerreißt man Pilzstrukturen, stört man Bodenlebewesen bzw. tötet sie auch in vielen Fällen. Boden wird in den allermeisten Fällen abgebaut, wenn er mehrfach und über lange Zeit maschinell bearbeitet wird. Oder man kann ja auch einen Flug mit Pferden ziehen. So oder so, Bodenstörungen sollten minimiert werden, einfach um Bodenverlust zu vermeiden. Ein weiterer Punkt ist, die Biodiversität zu maximieren. Und das ist natürlich ein Punkt, der sehr viel mit der Artenvielfalt als solche zu tun hat. Gut, wie das aussieht, ist in vielen Fällen unterschiedlich. Aber wir wissen alle, dass Artenvielfalt ja natürlich auch gerade absolut auf dem absteigenden Ast ist. In der Landwirtschaft ist das Thema in Teilen bewusst, in Teilen nicht. Wir haben uns ein landwirtschaftliches System aufgebaut in den letzten Jahrzehnten, was Artenvielfalt nicht unbedingt fördert, sondern eher extrem dezimiert. Und da gilt es zu sehen, wie können wir Habitat in landwirtschaftlichen Räumen schaffen. Und da zeige ich später auch noch mal kurz ein Beispiel von unseren Dreharbeiten, wo ich finde, das sehr, ja, sehr beeindruckend umgesetzt wurde. Der dritte Punkt wäre, dass man Böden nicht nackt lässt. Gerade jetzt ist eine gute Jahreszeit, man fährt über Land, guckt sich Äcker an, guckt sich Böden an. Und in Deutschland ist es momentan so, wenn ich richtig informiert bin, dass 2/3 der Böden immerhin im Winter mittlerweile begrünt sind. Das heißt aber auch, dass immer noch 1/3 der Böden den gesamten Winter nackt gelassen werden, sprich den Elementen überlassen werden, Wind, Frost, Sonne und so weiter und so fort. Das geschieht natürlich auch nicht nur unbedingt im Winter, das passiert manchmal auch im Sommer. Das ist einfach wahnsinnig schädlich für Böden. Und Michael Reber, das ist auch ein Landwirt, den wir porträtiert haben, weil wir stehen drauf. Der hat so schön gesagt, dass wenn man den Boden nach der ersten Ernte im Sommer unbedeckt lässt, das wäre ungefähr so, wie wenn man eine Solaranlage mitten im Sommer ausschaltet. Wenn wir nochmal an das Bild von der Kohlenstoffpumpe denken, von der Pflanze, dann ja, macht es überhaupt keinen Sinn, Kohlenstoffpumpen nicht einzusetzen und einen Acker brach liegen zu lassen und den Boden sich selbst zu überlassen, weil ja, auch das gibt es in Ökosystemen kaum, nackte Böden, das kommt nur in Ausnahmefällen vor und das sollte tunlichst vermieden werden, wenn wir Böden schützen wollen. Der vierte Punkt ist ja, lebende Wurzeln erhalten. Klingt so ein bisschen sperrig, finde ich. Geht viel darum, dass ja auch wieder die Kohlenstoffpumpe, wenn wir uns das angucken, nur lebendige Wurzeln können Kohlenstoff in den Boden pumpen. Lebendige Wurzeln haben aber eben auch die Vorteile, dass sie allein schon mal den Boden zusammenhalten. Und es knüpft auch so ein bisschen an den Punkt an, dass wir in sehr großen Teilen eine einjährige Landwirtschaft gerade fahren. Also die allermeisten Ackerkulturen, die wir kennen, sind einjährig, sprich die werden Anfang der Saison ausgesät, Ende der Saison rausgeholt. Und klar gibt es einjährige Pflanzen in der Natur, in Ökosystemen, aber in einem ganz anderen Verhältnis, als wir sie jetzt in der Landwirtschaft anbauen. Es gibt einen deutlich größeren Anteil von mehrjährigen Pflanzen und das hat auch seinen guten Grund. Mehrjährige Pflanzen tragen eben, wie gesagt, zur Bodenstabilisierung bei. Und sie können natürlich über mehrere Jahre deutlich anderes Wurzelwerk aufbauen, als das einjährige Pflanzen können. Sprich, die kommen auch an tiefere Wasserschichten ran, die kommen an mehr Nährstoffe ran und ja, haben natürlich auch überirdisch nochmal deutlich Vorteile. Und der letzte Punkt ist eben die Integration von Tieren. Wie gesagt, das kommt sehr darauf an, wie man es macht. Aber die allermeisten, auch gerade die fruchtbaren Böden, die wir historisch haben, sind sehr viel durch ja, tierische Aktivität unter anderem auch entstanden. Es gibt viele, viele Leute, die sagen, okay, ohne Tiere kommt man eben an einen gewissen Kohlenstoffgehalt von Böden nicht heran. Auch da ist die Studienlage wahnsinnig komplex, aber ich finde es sehr spannend und bin persönlich auch der Meinung, dass man Tiere durchaus sinnvoll und auch ethisch in Ordnung in die Landwirtschaft integrieren kann. Ja, jetzt trinke ich mal kurz einen Schluck. Hm.
Ich hoffe, ihr kommt soweit alle ganz gut mit, dass es noch nicht unbedingt Fragen gibt. Ja, wenn ich hier sehe, Screensharing unterbrochen. Ups, sorry. Nee, Freigabe wieder. So, jetzt geht's weiter. Ja, also wir haben großes Potenzial zur Kohlenstoffbindung, was finde ich auch sehr attraktiv ist, dadurch, dass die Alternativen zur Kohlenstoffbindung, die wir haben, ziemlich unattraktiv sind. Sowas wie Rauchgasabscheidungswerke oder die Verpressung von CO2 in Tanks, die dann wiederum in die Tiefsee entsorgt werden könnten. Es gibt sicherlich noch einiges mehr, von dem ich auch gar nicht unbedingt weiß. Aber die Wissenschaft ist sich mittlerweile ziemlich einig, dass wenn wir das 1,5 Grad Ziel erreichen wollen, dass wir es eigentlich nur können, wenn wir eben auch CO2 irgendwie einfangen und immobilisieren, also ja, binden letztendlich. Und da sind Böden mit Abstand, finde ich, die attraktivste Version, weil man kennt das Prinzip, es ist bekannt. Und abgesehen davon hat es auch sehr viele andere positive Auswirkungen. Ich meine, jedes Kind weiß eigentlich, fruchtbarer Boden produziert mehr Pflanzen, höhere Kohlenstoffgehalte sind höhere Humusgehalte. Also Humus besteht zu ungefähr 65% aus Kohlenstoff. Sprich, Bodenaufbau ist Klimaschutz, in dem Kohlenstoff gebunden wird. Ja, und eine fruchtbare Landwirtschaft wünschen sich wahrscheinlich die meisten. Was auch noch sehr, sehr spannend und sehr attraktiv letztendlich ist, ist der Fakt, dass ein Boden, der höheren Humusgehalt hat, deutlich mehr Wasser speichern kann, aber auch abgeben kann. Es gibt diese schöne Kennzahl, pro Quadratmeter 16 Liter Wasser pro 1% mehr Humus. Klingt erstmal nicht so viel. Wenn man das Ganze mal auf den Hektar umrechnet, ist es aber schon ganz schön beeindruckend. 160.000 Liter Wasser, die pro Humusprozentgehalt im Hektar mehr gebunden oder abgegeben werden können. Sowas kann natürlich wahnsinnig entscheidend sein. Zum Beispiel im Jahr 2018, wo die gesamte Landwirtschaft unter der Dürre wegknickt. Aber auch in 2016, wo letztendlich in vielen Teilen Deutschlands die Äcker unter Wasser standen und irgendwann abgesoffen sind. Also Wasserhaltekapazität ist unheimlich wichtig, vor allem weil so Jahre wie 2018 oder 2016, beziehungsweise die Wetterlagen uns natürlich in wahrscheinlich deutlich drastischer Form bald wieder begegnen werden. Genau, ich bin hier in Südwestbrandenburg und da kriegt man schon ganz schön mit, wie die Landwirtschaft aussieht, wie die Böden aussehen. Dieses Jahr war natürlich deutlich besser, aber große Teile der Landwirtschaft stehen da einfach unter Druck. Selbst der Deutsche Bauernverband hat in 2018 gesagt, das hätten wir nicht vom Weltmarkt importieren können, hätten wir in Deutschland zu wenig Lebensmittel produziert. Und das finde ich, ja, das ist drastisch, gerade vom Deutschen Bauernverband schon zu hören. Sprich, es ist, ja, regenerative Ansätze in der Landwirtschaft, Bodenaufbau sind auch Klimawandelanpassung und zwar ordentlich. Ja, also es sind schon ziemlich viele Win-Win-Win-Ansätze, die wir da haben. Was ich auch noch irgendwie einen Teil finde, ist, dass das vielfältige, teils auch kleinteilige und mehrstöckige Strukturen in der Landwirtschaft einfach schön aussehen. Also was ihr hier jetzt im Hintergrund seht, ist ein Schaf zwischen Agroforststreifen. Finde ich schon mal ganz schick. Es gibt dann auch so Beispiele wie, das ist jetzt sehr extrem, das Bec et Loin in der Normandie in Frankreich, die natürlich wahnsinnig viel mit so runden Formen arbeiten, das ist sehr spezifisch. Hier auch nochmal so ein Gemüsebild. Das hier ist zum Beispiel Kaffeeanbau unter Bäumen. Also oft einfach die Kombination von verschiedenen Funktionen innerhalb eines Landstücks. Das hier ist in den USA, das ist die Apricot Lane Farms, die man auch in dem Film Meine große kleine Farm zu sehen kriegt. Die arbeiten da mit sogenannten Keyline-Strukturen. Das sind also Linien, die in die Landschaft gezogen werden, um Wasserrückhalt zu ermöglichen oder zu erleichtern. Sieht auch ziemlich schick aus, wie ich finde. Aber auch in der, ich sag mal, Landwirtschaft, die uns eher in den Kopf kommt, wenn wir an Landwirtschaft denken, also große Getreidefelder zum Beispiel, kann man sowas wie Agroforst einsetzen. Das hier ist eine Versuchsanlage in Frankreich, die schon länger besteht und somit auch ein bisschen nach was aussieht. Man kann Maschineneinsatz zwischen Bäumen zum Beispiel betreiben. Mittlerweile ist es eine sehr etablierte Studienlage, zumindest zu Agroforst, dass es sehr viele Vorteile bringen kann, wenn man das auch in andere Ackerkulturen pflanzt, dass der Ertrag
im Getreide zum Beispiel hochgeht, einfach weil Schattierung und der Zugang zu tieferen Wasserschichten für die Kultur zwischen den Bäumen einen deutlichen Vorteil bringt. Und dazu hat man dann zum Beispiel Wertholz oder Energieholz oder Ertrag durch Bäume und man bindet Kohlenstoff. Was haben wir hier? Genau, Hühnerwald. Das ist auch so ein bisschen ein Konzept, was gerade total kommt, was rechtlich aber gerade in Deutschland auch noch ganz schön schwierig ist. Ja, das finde ich auch sehr schön aussieht oder deutlich schöner, als wenn man nur Hühner auf einer leeren Fläche hätte oder einfach nur Bäume. Und ja, das sind so recht verschiedene Bilder, genauso divers ist schlicht und einfach dieses Feld. Und was ich euch auch noch mal ein bisschen zeigen möchte, sind so Bilder von unseren Dreharbeiten, was wir da sehen und wie dieses Thema aussehen, was eigentlich im deutschsprachigen Raum so passiert. Dafür muss ich noch mal gerade den Bildschirm wechseln. Da. Genau. Das hier ist zum Beispiel der Frecklinghof, der ist gerade im letzten Video auch gezeigt worden. Monique und Riel setzen eben holistisches Weidemanagement um und treiben ihre Kühe viel um, bauen so Boden auf, füttern kein Kraftfutter mehr. Das ist der Market Garden von Jasper in Höxter, der auf sehr kleinem Raum sehr viel Gemüse anbaut, unheimlich viel Bodenaufbau betreibt, seinen Boden gar nicht mehr bearbeitet und sehr schönen Boden hat. Also Market Garden ist so ein bisschen die regenerative Landwirtschaft im Gemüsebau umgesetzt. Hühner hat er auch noch. Das hier sind die Freibauern. Das Video ist auch schon online. Die Freibauern waren für mich wahnsinnig beeindruckend. Das sind ja, drei Leute plus wahnsinnig viel mithelfende Menschen. Und die haben 10 Hektar Flächen, Streuobst und auch Wildobst. Und was Sie hier auf dem Luftfoto sehen könnt, ich weiß nicht, ob ihr meine Maus sehen könnt, aber außen dran, also unten links bis unten rechts im Bild, sind so Säume, sogenannte Säume. Die werden gar nicht betreten oder nur in Ausnahmefällen. Die dürfen sich so entwickeln, wie sie wollen. Und auch das Wildobst und auf den gesamten Flächen wird sehr wenig Beikraut, also Unkrautentfernung gemacht. Da wächst ziemlich viel Wild. Trotzdem können die Freibauern sehr gut von dem leben, was sie machen. Die machen Veredelungen, also Säfte herstellen, ätherische Öle herstellen und so weiter und so fort. Was sie sehr beeindruckend macht, wie ich finde, ist zum Beispiel die Tatsache, dass sie mittlerweile 120 verschiedene Vogelarten, davon viele Brutvogelarten, auf ihren kleinen 10 Hektar nachweisen konnten. Zusätzlich dazu auch sau viele rote Liste, Insekten, Schmetterlingsarten und so weiter und so fort. Also letztendlich haben sie sich in der Landwirtschaft, mit ihrer Landwirtschaft, einen Biotop geschaffen, eine Landwirtschaft mit Biotopfunktion geschaffen. Und das ist nochmal deutlich abgegradet zu Blühstreifen, die entlang von einem Getreideacker zum Beispiel stehen. Da passiert einfach wahnsinnig viel, das sind mehrjährige Strukturen. Sprich, da können Insekten auch drin überwintern und Populationen aufbauen, genauso wie Vögel. Ja, und die fanden ein sehr radikales, ungewöhnliches Modell, was ich, wie gesagt, sehr beeindruckend fand. Hier fliegt man nochmal rüber. Das sind die Leutchen von der Truppe in Südwestdeutschland. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Genau, wen haben wir hier? Das ist Michael Reber. Nochmal ein ganz anderer Winkel, der ist konventioneller Bauer mit 300 Hektar ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, der ist Landwirt, der hat eine Biogasanlage, der hat große Flächen, der hat zwar ein paar Bäume, aber nicht auf seinen Ackerflächen. Was er aber macht, ist, dass er sich schon jahrelang um Bodenaufbau kümmert. Und der schaut eben sehr, dass er mit Zwischenfrüchten, mit Untersaaten und mit möglichst reduziertem Maschineneinsatz eine Bodenstruktur aufbaut, die möglichst gar nicht mehr bearbeitet werden muss. Ja, und das ist schon sehr beeindruckend für die Art und Weise, wie er landwirtschaftet. Und was er eben auch macht, ist, dass er Bildungsangebote anbietet. Er bietet Beratung an, Workshops, Seminare und gibt dieses Wissen und auch diese Einstellung eben an viele andere, auch gerade konventionelle Landwirte weiter. Und ist da, glaube ich, eine Brücke zwischen, ich sag mal, einem Öko-Ansatz und einem konventionellen Ansatz, der dafür anschiebt. Genau.
Das war mitten im Hochsommer, es war sauheiß. Hier sieht man nochmal seinen Boden und eine schöne Krümelstruktur. Hier interviewe ich gerade Philipp Gerhardt in einer sauschönen Fläche auf dem Gutmärkisch-Wilmersdorf, wo auch eine Agroforststruktur angelegt wurde. Philipp Gerhardt, falls ihr es nicht gesehen habt, der ist Berater, der ist also kein Landwirt, der berät aber landwirtschaftliche Unternehmen dabei, wie sie eben mehr Bäume, mehr Gehölze in ihre Landwirtschaft einbringen können. Ja, und da finde ich, sieht man auch mal so die potenzielle Schönheit von solchen Systemen nochmal ganz gut. So, das hier ist bei Thomas Domin unser erstes Video. Thomas baut, ja, wie man sieht, stehen wir da auf dem Maisacker. Der baut aber Gehölzstreifen zwischen seinen Ackerteilen an. Der hat die auch schon ein paar Jahre lang und da sieht man auch mal, wie das aussieht, wenn man gewachsene Gehölzstreifen hat. Und er hat auch auf jeden Fall positive Effekte auf seine Restkulturen festgestellt. Ja. Da wackeln sie nochmal schön im Wind. Hier sitzen wir bei Stefan Schwarzer in Schloss Tempelhof, eine Gemeinschaft. Er ist eher Netzwerker, der ist auch kein Landwirt, aber jemand, der ganz viel die Leute aus der regenerativen Szene verbindet und zusammenfasst und mit einem Symposium, das jeden Januar stattfindet, auch zeigt, dass viele Wege nach Rom führen, dass dieses Feld einfach komplex und weit ist, genau wie die Landwirtschaft. Und dass aber viele Leute sich mit dem Thema Boden und Aufbau und Klima beschäftigen, was da eigentlich alles passiert. Hier sieht man auch nochmal eine Luftansicht von Schloss Tempelhof. Genau, das sind so ein bisschen die Bilder, die wir auch in die Welt bringen und bringen möchten. Und jetzt gehe ich nochmal zurück. Da. Wo ist es denn? Ah ja, ich habe nämlich noch 2 Slides. Wo sind sie denn? Hier. Doch nicht. Sorry. So, ich hoffe, jetzt seht ihr das. Jetzt ist er wieder ausgegangen. Ich mache es nochmal. Leider ist mein Laptop ein bisschen langsam. So, jetzt seht ihr es hoffentlich. Genau, das klingt alles natürlich erstmal schön und gut und mich begeistert es auf jeden Fall immer wieder, dieses Potenzial irgendwie wahrzunehmen und auch zu sehen, wie viele Leute in der Praxis solche Wege einfach begehen. Weil das ist oft gar nicht so einfach, wie es vielleicht erstmal klingt oder ausschaut. Natürlich gibt es relativ viele rechtliche Hürden. Gerade in Deutschland sind zum Beispiel so Dinge wie Waldweide, also Tiere in Forststrukturen halten, verboten. Auch zum Beispiel der eben gezeigte Hühnerwald ist nicht so wirklich erlaubt. Da gibt es jetzt gerade immer so ein paar Erfahrungen mit, wie man das ein bisschen umgehen kann. Aber vieles von den Anbau- oder auch Haltungsformen ist nicht erlaubt, zumindest in vielen Fällen auch nicht, wenn man wie die allermeisten Betriebe auf EU-Subventionen angewiesen sind. Svenja, nur ganz kurz, man sieht leider nicht die Folie. Man sieht nicht die Folie, okay. Man sieht leider den kompletten Überblick mit allen Folien, aber... Ah. dann versuche ich es nochmal. Warte mal, neue Freigabe. Irgendwie bietet er mir gerade hier nicht die Folie an. Ist ja doof. Die mal aus. Nochmal neu. Nee, er will sie nicht mehr zeigen. Aber gut, sie ist auch nicht so wahnsinnig entscheidend. Ich kann einfach mal von ihr ablesen. Tut mir leid, müsst ihr euch mit meinem Gesicht beschäftigen. Das sehen wir aber sehr gerne. Ja, okay. Mach weiter. Dann ist gut. Genau, also rechtlich, finanziell sind da natürlich einige Hürden. Ja, finanziell, wie gesagt, ich habe gerade schon mal die Subventionen erwähnt. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Zum Beispiel viele Landwirtinnen, die einen Gehölzstreifen in der Landwirtschaft auf dem Acker anlegen wollen. Das wird oft nicht angerechnet auf die Fläche. Das wird rausgerechnet, sprich da entfallen Subventionen. Das hält viele aus der Praxis davon ab, das anzugehen.
Das ist ein Risiko, da arbeiten auch viele dran, zum Beispiel DFAF, Deutscher Fachverband für Agroforst. Da ist also schon auch relativ viel im Umbruch gerade, aber da muss einfach auch was passieren und am besten schnell. Genau, Risiko, viele Landwirte, die wir treffen, gut, so viele waren es jetzt auch noch nicht, aber sag mal, immerhin bei dreien, hat mich ganz schön berührt, mitzubekommen, unter welchem Druck die Landwirtschaft logischerweise auch steht. Also was das heißt, wenn man einen Kredit aufgenommen hat, der vielleicht 20 Jahre Laufzeit hat und einen sechsstelligen Betrag beinhaltet, dann hat man einfach nicht sehr viel Spielraum, sein System mal kurz umzustellen. Und das ist, glaube ich, auch eine Perspektive, die wichtig ist zu verstehen. Ich bin auf jeden Fall auch jemand, die sich denkt, okay, Agrarwende am besten morgen. Das ist wahnsinnig wichtig, dass unsere Landwirtschaft ökologischer wird, Kohlenstoff bindet und nicht ausstößt, etc., etc. Trotzdem, der Spielraum, der in der Landwirtschaft oft gegeben ist, ist wahnsinnig klein. Die meisten Leute haben unfassbar hohe Arbeitslast und ja, was mich auch verwundert hat, ist, dass viele Landwirte sagen, cool, von dem und dem habe ich mal gehört, wo ihr bald hinfahrt, aber ich hätte nie Zeit, die zu besuchen. Also ja, auch Zeit für Weiterbildung, für ich gucke mal, wie das funktioniert und schaue mir ein paar YouTube-Videos an, ja, ist in vielen Fällen nicht unbedingt gegeben. Viele Leute sind darauf angewiesen, ihre Landwirtschaft grundsätzlich erstmal so weiterzufahren, damit sie Kredite abzahlen können. Das gilt natürlich nur für einen bestimmten Anteil der Systeme, aber das ist, glaube ich, auch was wichtig ist, im Hinterkopf zu haben. Genau, Markt. Klar, es gibt in dem Sinne kein Label für regenerative Landwirtschaft. Es ist auch ein bisschen die Frage, ob wir noch ein Label wollen und ob sich regenerativ überhaupt so weit zusammenfassen lässt, dass das ein Label haben könnte. Ich glaube, da ist immer wie meistens die Kommunikation wichtiger. Und ja, Markt, klar, was es mittlerweile gibt und was eigentlich ganz spannend ist, sind CO2-Zertifikate, die an Landwirtinnen und Landwirte ausgezahlt werden können für Kohlenstoffbindung. Das ist natürlich ein sehr singulärer Faktor, der da rausgepackt wird und der auch alle möglichen Nachteile haben könnte, wie zum Beispiel extreme Fixierung nur auf Kohlenstoffbindung und wenig andere Dinge. Genau, das sind so ein bisschen die Faktoren, die das Ganze nicht ganz so einfach und strahlend machen. Ja, die wollte ich aber auf jeden Fall auch nochmal genannt haben. Ja, und hier sind wir auch schon bei den Quellenangaben, aber gut, die kann sich jeder auch im Zweifelsfall mal irgendwann später angucken. Das sind auch, wie gesagt, nur drei, die so ein bisschen anstoßen können, falls jemand Lust hat, sich damit mehr zu beschäftigen und mal in die Zahlen eintauchen möchte. Ja, und jetzt bin ich auch schon am Ende meiner Präsentation und freue mich über Fragen und guck mal, ob ich ein schönes Bild habe. Na, ihr seht es ja eh nicht. Genau, also, das war es erstmal von mir. Schießt los. Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, Svenja. Ich hoffe, ich kann für so ziemlich alle sprechen. Also ich kann auf alle Fälle für mich sprechen. Ich fand deine Vorstellungen total toll und ich kann auch jedem nur unbedingt empfehlen, schaut euch die Videos an. Ich glaube, mittlerweile hast du 7 Stück gedreht? Videos? Ja, also 10 gedreht, 6 sind online. Genau, 6 sind online. Schaut sie euch auf alle Fälle an. Also ich finde, wir hatten das vorhin auch im Vorgespräch schon, dass es wirklich ein wahnsinnig tolles Mittel ist, all denjenigen zu zeigen, was quasi dort draußen passiert, die eben nicht die Möglichkeit haben, quasi durch Deutschland zu fahren. Ausgerechnet jetzt natürlich ist es erst recht nicht möglich, um sich das anzuschauen. Und eben tatsächlich das, was dort passiert, ja, uns allen quasi auch so ein bisschen erlebbar zu machen, weil das sind natürlich alles sehr abstrakte Sachen und teilweise kann man sich nichts vorstellen, wenn es irgendwie Keyline-Strukturen und Blühstreifen hier und so und man denkt sich so, okay, keine Ahnung, wie das aussieht. Aber ich finde auch mit den Fotos, die du vorhin gezeigt hast, das ist Landwirtschaft, wie es im Bilderbuch steht. Also das ist ja wirklich, also was Schöneres kann man sich ja kaum irgendwie vorstellen. Und also ich finde das ein super schönes Mittel und wie gesagt, schaut es euch auf alle Fälle an. So, jetzt kommen hier aber auch Fragen rein. So, ich schaue mal, nicht, dass ich welche vergessen habe. Kannst du die Quellenangaben noch in den Chat stellen? Ja. Wir schauen mal, wie wir das mit den Quellenangaben machen.
Also, lieber Ramos, wir kümmern uns auf alle Fälle drum. Wir kriegen das irgendwie hin. Svenja und ich werden uns austauschen und schaffen das auf alle Fälle. Vielleicht kriegen wir irgendwie deine Präsentation noch und können die dann vielleicht eventuell im Nachgang irgendwie rumschicken. So, gerne, ne? Vielleicht kriegen wir sowas hin. Genau. Ansonsten, bevor ich diese Frage komplett übersehe, fragt Diana, gibt es denn Beispiele für regenerative Landwirtschaft in Brandenburg? Und ich kenne zwar die Antwort, aber natürlich gebe ich trotzdem die Frage an dich weiter. Ja, ja, gibt es in jedem Fall. Und ich würde natürlich auch in keinster Weise behaupten, dass ich alle kenne. Ich kenne ein paar. Die ich kenne, sind zum Beispiel, also der ist natürlich recht bekannt, Benedikt Bösel, Schlossgut Alt-Madlitz, der letztendlich eine, naja, Forschungsstation ist vielleicht nicht das Wort, was er verwenden würde, aber ich verwende es jetzt mal. Der hat auch das zweite Seminar hier von der Online-Serie, also von der ersten Online-Serie gemacht. Da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Der setzt sehr viele verschiedene Dinge auf seinen Flächen um und testet letztendlich auch, wie es aussieht, was passiert und was da passieren muss. Ansonsten, ja, zwei der Leute, die wir schon gefilmt haben, sind auch in Brandenburg. Das sind Marc Dümichen und Thomas Domin. Das Video von Thomas Domin ist auch online. Die beide, ja, gut, Thomas arbeitet mit Agroforst auf seinen Flächen. Das habe ich ja eben kurz gezeigt. Der ist unten bei Senftenberg Richtung Cottbus und Marc Dümichen ist bei Jüterburg, der macht auch sehr viel mit Bodenaufbau in einem ja recht großflächigen Ackerbau allerdings auch und ist definitiv auch ein Landwirt, der sagt, es geht grundsätzlich so nicht weiter mit den Strukturen, wie wir sie haben. Ja, ansonsten auch noch ziemlich bekannt in Brandenburg ist Jens Petermann, der vor ein paar Jahren mal groß in allen Zeitungen war, weil er in einer riesigen Erosionsfurche stand. Sein Acker ist komplett wegkollabiert. Und der daraufhin immerhin erstmal zu Öko umgestellt hat und sich sehr dem Bodenaufbau widmet. Ja, und davor eben konventioneller Landwirt war, der geschockt war, was da irgendwann mit seinem Boden passiert ist. Und ich will auch auf keinen Fall sagen, stellt alle auf Öko um, dann ist gut. So, ich glaube, das Feld geht eben sehr viel weiter. Und man muss dazu auch sagen, dass auch auf vielen Demeter-Äckern Kohlenstoffgehalte abnehmen. Also es ist eben nicht so ein ganz einfaches Spektrum. Genau, vielleicht dazu erstmal in Brandenburg. Falls euch bestimmte Dinge interessieren oder bestimmte Höfe, keine Ahnung, ihr könnt mir auch immer gerne eine E-Mail schreiben und ich versuche dazu zu supporten. Genau, wunderbar. Dann kam hier noch die Frage von Martin, gibt es denn eigentlich auch Forschungsinstitute, die sich speziell mit dem Thema regenerative Landwirtschaft beschäftigen? Oha, ich hoffe, jetzt setze ich mich nicht in die Nesseln, weil ich mich damit nicht ganz so viel beschäftige. Das wäre jetzt eine Frage an Carmen. Ich weiß nicht, ob sie noch hier ist. Aber es gibt zum Beispiel auf jeden Fall das ZALF, Zentrum für, ich weiß nicht mal, wie sie heißen. Es gibt eine Handvoll Unis, Forschungsinstitute, die sich damit auseinandersetzen. Das besagte Rodale-Institut in den USA auf jeden Fall. In Deutschland, gut, gibt verschiedene Forschungen zu Agroforst zum Beispiel, an der TU Cottbus auf jeden Fall. Ja, in Witzenhausen gibt es auch alle möglichen Vorlesungen und Studiengruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Hohenheim, die Uni Hohenheim, weiß ich nicht, was da gerade so Richtung regenerative Landwirtschaft passiert. Ja, muss ich sagen, ist leider nicht mein Fachgebiet. Da passiert sicherlich einiges mehr, als ich gerade hier aufzählen kann. Genau, genau, aber also ein paar. Genau, es gibt sicherlich ein paar. Man kann da bestimmt auch gerne mal selber noch ein bisschen weiter recherchieren. Genau, das ZALF, da kann man auf alle Fälle mal schauen und vielleicht können die auch irgendwie noch ein paar Tipps mehr geben. Mhm. Dann kam jetzt hier außerdem auch noch die Frage von der Jana, ob es denn eigentlich auch Infoveranstaltungen zu dem Thema für Landwirtinnen gibt. Der Linus meinte, da kann man auf alle Fälle bei aufbauende Landwirtschaft nachschauen. Ja. Fällt dir sonst noch was ein? Hast du noch einen super Tipp? Ja, also aufbauende Landwirtschaft ist auf jeden Fall eine super Anlaufstelle. Das ist eben besagter Stefan Schwarzer, der auch kurz im Video zu sehen war, der da eine unheimlich starke Netzwerkarbeit leistet. Und ja, zumindest erstmal online kann man da viel sehen. Es gibt natürlich aber auch viele Leute aus der Praxis, die beraten, wie zum Beispiel Michael Reber, ist eben sehr spezifisch in eine Richtung.
Gut, Infoveranstaltung ist vielleicht auch noch mal ein bisschen spezifischere Frage. Ich bin mir sicher, dass der DFAF, also der Deutsche Fachverband für Agroforst, da einiges anbietet. Da lohnt sich auf jeden Fall mal auf die Website zu gucken. Auch im Bereich Market Garden, also Richtung Gemüsebau, gibt es sehr viele Leute, die sich dem Thema widmen. Ich weiß nicht, ob der Linus hier sogar von da ist oder ein anderer. Urs Maug ist auf jeden Fall auch Berater in dem Bereich. Genau, es gibt viele Leute aus der Praxis, die beraten, Infoveranstaltungen. Ja, es gab, also gut, in Zeiten von Corona ist das einfach ein bisschen runtergefahren. Es gab zum Beispiel eine Market Gardening-Konferenz. Es gibt die Witzenhäuser-Vorlesungen zum Thema. Es gibt schon einiges an Angeboten. Und momentan muss man wahrscheinlich erstmal eher online schauen. Genau, aber da kann ich gerne auch nochmal ein bisschen so Fachverband und so zusammenstellen, falls das jemand interessiert. Das können wir am Ende gerne auch nochmal mit rumschicken, was es da so schon an Verbänden gibt in Deutschland. Genau, das ist eine super gute Idee, das zu machen. Hier kommen auch schon ein paar Sachen über den Chat. Ach Mensch, ihr seid klasse, ihr helft euch hier gegenseitig. Genauso muss es sein, finde ich großartig. Ja, super. Ansonsten zum Thema Info, Veranstaltungen, kann ich euch auch ganz uneigennützig unsere Homepage empfehlen. Wir hatten nämlich in unserer Mai-Konferenz, die ja auch online stattfand, war quasi das Thema regenerative Landwirtschaft. Und die drei Online-Seminare, die wir da haben, ist zum einen das von Benedikt Bödel gewesen, dann hatten wir noch eins vom Philipp Gerhardt, der halt über Agroforstwirtschaft spricht, und dann hatten wir noch eins zum Thema Insektensterben, also der Einfluss von Pestiziden auf Insekten. Da könnt ihr also gern auch mal reinschauen, die stehen bei uns auf der Website zum kostenlos immer wieder anschauen. Genau, hier wird sich gegenseitig empfohlen, genau, mein Kollege der Oliver, danke übrigens Oliver, großartig im Chat, das ist wunderbar. Und ich hätte noch, wir sind jetzt bei 19 Uhr, aber ich hoffe, ihr habt alle noch ein paar Minuten, du Sven ja auch, weil ich habe hier noch ein paar Fragen und ich möchte hier keine unter den Tisch quasi rutschen lassen. Die Lisa fragt, ob denn das Konzept der Futterhecken in Deutschland auch schon eingesetzt wird. Uff, das kenne ich bislang nur aus dem Hobbybereich, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe lustigerweise auch mal für die OJA einen Artikel zum Thema Tierfutterkonservierung geschrieben. Da habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Was dem vielleicht am nächsten kommt, was ich kenne, ist der Frecklinghof, wo gerade das Video gestern rauskam. Und zwar, was die machen wollen, ist, die bauen Agroforststreifen komplett um ihre Weiden rum. Mhm. Was ich nicht weiß, ob es da auch um Futterhecken geht. Also ja, es trifft leider deine Frage nicht so ganz, pardon. Weiß ich nicht genau, hätte ich nie im größeren Stil von gehört, aber falls, würde es mich auf jeden Fall auch sehr interessieren, weil ich es sehr spannend finde. Alles klar, also falls da irgendjemand von euch nähere Infos zu hat, gerne jetzt hier in den Chat schreiben, ansonsten gerne auch im Nachtrag uns eine E-Mail schreiben an hallo@appleundkonsorten.org. Vielleicht kann mein lieber Kollege Olli unsere E-Mail-Adresse kurz im Chat noch reinschreiben, dann könnt ihr euch auch da melden. Und dann, genau, wollte noch jemand die Homepage der Freibauern, da habt ihr euch aber auch schon gegenseitig unterstützt. Dann hätte ich noch eine Frage, falls ich darf, eine, die mich brennend interessiert und euch hoffentlich auch. Du hast ja erzählt, regenerative Landwirtschaft, und ich habe mich ja auch schon viel damit beschäftigt, ist ja quasi echt so ein bisschen wie das goldene Kalb. Also ne, man hört nur Positives, alles ist, man denkt sich so, oh mein Gott, wie toll ist das, es rettet uns alle. Warum ist es immer noch so ein Nischenthema und warum macht das nicht einfach jeder Landwirt bei diesen ganzen vielen Vorteilen? Warum ist das nicht der Standard? Was ist das Problem? Ja, also genau, so ein bisschen habe ich es versucht mit der letzten Slide, die ihr leider nicht gesehen habt, zu erklären. Klar. Aber genau, ich stehe da auch immer und denke mir so, krass, hat so viele Vorteile. Und sicherlich ist davon aber auch ein Teil eben Hype, den ich gerade in Deutschland jetzt auch dieses Jahr explodieren sehe durchaus. Aber wahrscheinlich immer noch ganz schön in der Blase. Ja, ich meine, ich erkläre es mir so, und das ist nur meine persönliche Wahrnehmung, dass wir es in der Landwirtschaft mit einem wahnsinnig trägen Sektor zu tun haben. Natürlich nicht mit trägen Menschen, aber es ist einfach ein unheimlich wichtiger Sektor. Die Politik traut sich an die Landwirtschaft so wenig wie möglich ran. Wir sind alle davon abhängig letztendlich. Sie ernährt uns. Wir
können das schön finden oder nicht, so wie es passiert, aber es passiert eben nun mal gerade. Und es ist ein wahnsinnig kapitalstarker Sektor. Da geht es um viel Geld, da geht es um viel Risiko. Und ja gut, wenn man kleine Höfe anschaut, also ich glaube auch viele Höfe in Gründung, die müssen auch gar nicht unbedingt klein sein, haben jetzt aber eine ganz andere Chance, neue Strukturen aufzubauen. Aber viele Höfe, die vielleicht älter als 15, 20 Jahre sind, sind häufig in Strukturen gewachsen, die nicht so schnell veränderbar sind. Das sind Pfadabhängigkeiten wie, ja, wo hast du Kredit aufgenommen, was hast du dir aufgebaut, welche Maschinen hast du dir überhaupt zugelegt. Da stecken teils Geldbeträge drin, die ja jeden mit dem Augen klimpern lassen. Und das einfach mal gerade aufzurollen und was anderes zu machen, ist in vielen Fällen gar nicht so einfach, wie das für jemanden, der vielleicht nicht so sehr in der Landwirtschaft steckt, klingt. Ja. Also ich glaube, ja, das ist eine gewisse Trägheit, die da ist, die so einen schnellen Wandel nicht unbedingt erleichtert, auch wenn er, glaube ich, grundsätzlich möglich ist, gerade was so die Agroforstrichtung angeht, sehe ich da auch mega viel Potenzial. Ja, und es arbeiten auch viele dran, aber ich hoffe, es explodiert auch mehr, als es das gerade noch tut. Ja, das hoffe ich. Dass vor allem auch gesellschaftlicher Support in die Richtung vorhanden ist, der ein bisschen über Einfordern rausgeht. Und ja, es gibt zum Beispiel so Plattformen wie die Ackercrowd und so, also mittlerweile auch Triebwerk, die Leute, also viele, die sich darum kümmern, so wie können wir diesen Wandel begleiten in der Landwirtschaft, wie können wir die Landwirtschaft auch dabei unterstützen. Ja. Genau, und ich hoffe einfach und denke mir einfach, dass auch wir mit dem, was wir hier tun, auch unseren Beitrag leisten, indem wir nämlich ganz viel drüber reden und Diskussionen anstoßen und nach außen tragen zu allen Leuten, die eben noch nicht wissen, was regenerative Landwirtschaft ist, was das alles kann, weil je mehr Menschen sich damit beschäftigen und auseinandersetzen, desto mehr Leute werden halt sehen, was dort geht. Und genau, also Landwirtschaft, es ist halt nichts, was man von jetzt auf gleich umbauen kann. Das dauert halt auch einfach seine Zeit. Es ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Ne? Man muss halt auch Thema Agroforstwirtschaft, man muss halt auch Bäume anschaffen und die pflanzen und das kostet alles Geld. Aber ich glaube, wenn wir uns die Gesamtrechnung angucken, macht es auf alle Fälle Sinn. Ich habe hier noch eine Frage und zwar, kann der Kohlenstoffgehalt oder also der CO2-Gehalt als Laie im Boden gemessen werden? Also ähnlich wie bei Bodenproben. Ist das möglich? Ja, auch wiederum nicht mein totales Fachgebiet. Ich weiß, dass man kann halbwegs einfach mit so einem Bodenstecher Kohlenstoffhalte, also Boden rausnehmen, Kohlenstoffhalte bestimmen lassen in einem bestimmten Profil, Tiefe vom Boden. Gut, aber als Laie, also es gibt jetzt nicht wie so ein pH-Kit, wo man ein bisschen Boden drauf streuselt und der sagt einem dann, aha, so viel Kohlenstoff ist drin, oder zumindest weiß ich davon nicht, ich glaube nicht. Man muss da schon mit einem Labor irgendwie zusammenarbeiten. Und die Frage ist eben auch immer, natürlich ist so ein Stechprofil immer eine sehr punktuelle Aufnahme. Man muss da schon ein recht weitflächiges Profil erstellen, um eben eine Aussage über steigende oder sinkende Kohlenstoffhalte treffen zu können. Aber das kann man schon grundsätzlich ganz okay umsetzen. Genau. Und was uns natürlich aber dann auch interessiert, einmal was passiert im Boden, aber auch was passiert über dem Boden, wo ist da Kohlenstoff gebunden und so weiter und so fort. Genau. Also ich würde mal sagen, es ist so mittelschwer. Alles klar. Genau, wunderbar. Ich würde sagen, da jetzt hier keine weiteren Fragen kommen und wir jetzt auch schon ein bisschen über unserer veranschlagten Zeit sind, sage ich an der Stelle, Svenja, vielen, vielen lieben Dank. Ich fand es total spannend und das Feedback, was hier gerade über den Chat kommt, ist auch super, super cool. Es wird sich großartig bedankt bei dir und deinem super coolen Vortrag und auch schon für deine Videos. Da gibt es nämlich schon einige Fans, würde ich mal sagen, die sich deine Videos angeschaut haben. Ja, genau. Die Frage kam hier nochmal, ob grundsätzlich alle Online-Seminare, die wir hier machen und aufnehmen, hinterher auch für alle zugänglich sind. Ja, die werden alle bei uns auf der Website sein. Die könnt ihr euch also wieder anschauen. Die könnt und sollt ihr natürlich unbedingt teilen. Je mehr Leute was davon erfahren, desto besser. Und du hattest ja vorhin schon so eine kleine Brücke für mich gebaut und hattest Triebwerk erwähnt. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank dafür. Genau, der Christoph von Triebwerk wird nämlich morgen Abend unser Referent sein, auch wieder um 18 Uhr, also für alle unter euch, die sich dafür angemeldet haben. Wir sehen uns morgen Abend wieder.
Ihr müsst dann leider auch nochmal mit mir Vorlieb nehmen. Ich bin leider tatsächlich dann immer noch da. Aber der Christoph von Triebwerk wird zum Thema die Zukunft der Streuobstwiesen unter Bedingungen des Klimawandels sprechen. Genau, und er wird dann auch noch ein bisschen was darüber erzählen, was Triebwerk an sich macht. Und ansonsten hoffe ich jetzt erstmal, dass es euch allen gefallen hat, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr, so wie ich, wahnsinnig viel gelernt habt. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dir, liebe Svenja, vielen Dank, bis bald. Ich hoffe, wir hören und vor allem sehen uns auch bald mal wieder. Es würde mich total freuen. Und vielleicht machen wir auch irgendwann mal ein Video zusammen, fände ich auch total schön. Eine kleine, auch eine gute Idee. Eine kleine Co-Produktion sozusagen. Ja. Und euch allen sage ich jetzt einen wunderschönen Abend. Genießt ihn, entspannt euch und bis morgen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao.